Hier sind die Damen Herr im Haus, das internationale Frauen- und Mädchenringturnier vom SV Luftfahrt Berlin. Am vergangenen Wochenende wurde es zum insgesamt 11. Mal ausgetragen. Diesmal gehen über 300 Sportlerinnen in der Melli-Bese-Grundschule an den Start. Sie kommen aus über 10 verschiedenen Nationen. Also Franzosen sind da Russen und Ukrainer und Österreicher und die Schweden und die Finnen und also alles halb Europa ist zu Gast in Berlin beim ultimativ besten Frauenringkampfturnier Deutschlands. Und auch in Europa gehört die Veranstaltung zu den größten ihrer Art. Das Turnier richtet sich vor allem an den talentierten Nachwuchs. Lisa Erse ist eine der deutschen Zukunftshoffnungen. Im letzten Jahr wurde sie Europameisterin und WM-Dritte. Man hat immer die anderen bewundert und hat gesagt, oh mein Gott, die ist jetzt Europameisterin und die kann sich jetzt so freuen und auf einmal warst du selber. Und du kannst es gar nicht realisieren, aber mittlerweile merkt man eigentlich, was man da geschafft hat. Aber es ist halt so, in dem einen Jahr bist du es geworden und in ein paar Jahren ist es wieder vergessen. Also musst du immer wieder Erfolge nachlegen, um die Erfolgreiche zu bleiben. Lisa Erse gehört zu einer Reihe von deutschen Sportlerinnen, die den Sprung in die Weltspitze schaffen können und wollen. Im Frauenringen geht es voran. Langsam wird sogar den Männern der Rang abgelaufen. Also aktuell ist es so, dass die Frauen international, die deutschen Frauen international erfolgreicher sind als die Männer, zumindest bei Europa- und Weltmeisterschaften im Nachwuchs. Und deswegen unterstützen wir das und fördern das hier in Berlin. Vor ein paar Jahrzehnten noch reine Männerdomäne. Heute wird das Ringen auch bei Frauen immer beliebter. Also das Frauenring ist auf jeden Fall viel weiter gekommen. Also erstens bei Olympia halt und so. Aber sonst, ich denke schon, dass eigentlich Frauen heutzutage im Ring genauso wahrgenommen werden wie auch Männer. Und dazu hat sicherlich auch das internationale Frauenringturnier vom SV Luftfahrt seinen Teil beigetragen.